Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier beim Truck Dealer Simulator 2. Wir haben das letzte Mal hier den Umzug gemacht, dass wir schon mal die Pflanzkästen hier haben, dass das auch schon mal loslaufen kann hier mit Wachsen. Und wir brauchen natürlich noch ein bisschen andere Sachen. Was habe ich einstecken? Nichts habe ich einstecken, das ist gut. Unter anderem aber auch solche Lagercontainer oder solche Dinge. Deswegen würde ich sagen, dass wir auf jeden Fall nochmal 100.000 zusätzlich mitnehmen. Da habe ich nämlich überhaupt nicht dran gedacht. Vielleicht auch nochmal 50, dass wir insgesamt 200.000 haben. Ja, ich glaube, das ist besser. Dass wir dann mal rüber gehen in den Bereich vom Dschungel. So, jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. Nee. Du musst das hier rausnehmen. Dann kannst du das da machen. Ja, ist noch nicht ganz voll, aber ist egal. Schauen wir mal, wo wir hinfahren können. Nirgends, ne? Das ist doch toll. Dann können wir gleich wieder aussteigen. Dann müssen wir mal zur Bushaltestelle laufen, die zum Glück gleich hier vorne ist. Nee. Hier rum. Ja, ich blicke hier immer noch nicht ganz durch. Also den Dschungel, da bin ich froh, wenn ich nicht so häufig bin. So, schauen wir mal, ob wir mit dem Bus fahren können. Können wir auch nicht. Okay, dann laufen wir jetzt quasi zu der Bushaltestelle, dass wir zumindest bis dahin fahren können. Also. War da nicht? Ach stimmt, ich wollte mit euch ja auch noch endlich mal diese eine Quest machen mit dem Lagertypen, ne? Dass wir endlich dieses Meth-Rezept lernen. Weil das fehlt uns ja auch noch. Wo ist denn jetzt diese dumme Bushaltestelle? Dahin. Da ist sie. Da ist sie ja. Ich glaube, das da war nicht relevantes Gebäude, weil das auch kein fließendes Wasser hat. So, ich müsste jetzt... Jawohl, bis dahin können wir auf jeden Fall fahren. Das ist doch schon mal gut. Ich müsste ja auch noch einiges haben an Fahrkarten. Ich glaube, fast 20 Stück oder was. Ja. Mit dem Bus dauert es immer länger. Ist komisch, ne? Mit dem Auto und mit dem Motorrad, wenn du da ankommst, dann bist du da. Und mit dem Bus dauert es dann immer Ewigkeiten, bis du dann hier endlich mal aussteigst. Ich hoffe mal, dass da nicht irgendwelche Banditos rumlaufen, weil die sind noch nicht gut auf uns zu sprechen. Aber wir kriegen einfach die Sachen nur in dem Gebiet jetzt. So. Ich werde mich da auch noch dran gewöhnen, wo ich dann genau hin muss, um zu diesem Versteck zu kommen. Zu dieser Lagerhalle. Da war, glaube ich, der Eingang, ne? Hier. Hier war der Eingang. So. Servus. Bienvenido. So, genau, wir brauchen nämlich auf jeden Fall die Fässer, da würde ich auch bitte alle drei mitnehmen. Sammeln hier noch kleines, achso, das ist auch Lagermenge. Wir haben ja bei uns diesen Gärbottich, den Laborkreisschüttler, spezialisierte Gerät, mit denen Proben in einer kreisenden Bewegung geschüttelt werden können, um Substanzen zu extrahieren. Der würde mich ehrlich gesagt auch mal interessieren, was ich mit dem Ding machen kann. Ich weiß es nämlich nicht. Kostet allerdings 212.000, haben wir nicht. Aber das wäre zumindest die Vorstufe, ne? Das wäre die Vorstufe davon, von dem T4, weil das ist ja auch so ein rotierende Bewegung, Stoffen extrahieren. Könnten wir eigentlich mal ausprobieren, weil den konnte ich mir das letzte Mal nicht kaufen, weil ich nicht genug Geld hatte. Entschuldigung. Laborofen. Ah, das wäre, glaube ich, ganz gut, um das Gras schneller zu trocknen.
Altes Fass. Crafting Tempo. Große Mixing-Ausstattung. Für was ist denn das Mixing? T1? Einfache Mixing. Das ist dann irgendwas, was wir. Gärbottich? Ah, hausgemachter Einweichbottich. Bottich für die Gärung von Trauben, der auch einweichen will. Draußenausstattung. Das ist dann Blödsinn, weil die kann ich nicht draußen hinstellen. Weil das sieht man sehr ja. Auch draußen Ausstattung kann ich auch nicht benötigen. Sonst ein großer Laborschrank. Nee, dann nehme ich die kleinen eben nochmal. Das ist mir egal. Dann habe ich halt mehrere kleine laufen. Kann ich da alle mitnehmen? Sind wir bei 192.000. Das wäre zumindest jetzt das, was ich wollen würde. Ne? Nehmen wir mit. Adios, amigo. Come back soon. Laborsammlung. Gebottich? Ja, ja. Das haben wir jetzt alles in der Sammlung drin. So, schauen wir mal, ob wir unbeschadet auch wieder zurückkommen. Da bist du durch. Nee, bist du nicht. Kommen wir da rum? Ja, da kommen wir rum. Da sind wir. Okay. Halt. Ich wollte noch gucken, ob ich zur... Achso, das ist Polizia, ne? Wenn ich da jetzt hätte mir... Ach, nur so, ich habe ja eh kein Geld. Dann kann ich es gleich wieder vergessen. Weil ich hätte jetzt zu gerne noch das Meth gekauft. Aber ist okay. So, einmal Schnellreise. Wo bist du? Da bist du. Ist echt blöd, ne? Dass man mit dem Bus nicht zumindest dann sagen kann, man kann hier auf irgendwelche anderen Inseln noch fahren. Naja, gut, aber das geht... Zumindest, auch wenn es länger dauert, vom Schnellreisen her, dauert es ja am längsten. Aber es geht immer noch schneller, als würde ich den Weg laufen. So, dann können wir die Bottiche hinstellen. Dann müssten wir eigentlich das Geld noch einsammeln, dass wir bei Marcus dieses Zeug kaufen können, diese Substanz da. Die wir brauchen. Doch ein bisschen mehr Geld mitnehmen soll, ne? Okay, und von hier aus dann... Eier. Nein, nicht Eier. Wir müssen irgendwie dahin. Was ist denn da eigentlich? Hey, amigo, can I help you? Servusle. Dein Onkel hat mich geschickt. Ach, das ist der Wachposten, ne? Ja. Yeah. Du arbeitest in einem Meth-Labor, oder? Déjame pensar. Ich weiß nicht, vielleicht weiß ich es, vielleicht auch nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Wenn es nur etwas gäbe, das mir helfen könnte, meine Gedanken zu ordnen. Was meinst du? Sagen wir mal, ein Sixpack würde mein Gedächtnis auffrischen. Ich habe kein Bier. Kein Bier, kein Deal. Okay. Also der will ein Bier haben. Wenigstens mal eine normale Droge, ne? Dann müssen wir... Das ist das Einzelhandelsgeschäft. Dann müssen wir... kriegen wir in die... Servusler. Kriegen wir da vorne dann... How about you give me your money, huh? So. Schauen wir mal, ob wir da was kriegen. Aber ich glaube, da war auch nichts biermäßig, ne? Das sind so viele Händler, das kann ich mir gar nicht merken. What do you need? Ah, doch. Hier kriegen wir Bier. Ein Sixpack. Wunderbar. Dankeschön. Ansonsten habe ich eh kein Geld. Kann ich ihn bei dir kaufen? Achso, Klamotten. Ja. Ja, ja, das war's schon. Hey, amigo, ja, ja. Onkel hat mich geschickt. Methylabor.
Vielleicht bist du durstig. Yes, I'm very. Nimm es. 6 Flaschen Bier übergeben. Weiter, schau mal rein. Ich bin sicher, du wirst dort einige Zutaten finden. Vielleicht sogar ein Rezept. Aber kein fertiges Produkt. Denk dran, nächstes Mal musst du mich bezahlen. Jetzt beeil dich. Okay. So. Was machen wir jetzt hier? Ah, hier. Quest. Du brauchst einen Dietrich. Jetzt hör halt auf. Dann mit Dietrich. Nee, du läufst schon wieder irgendwie falsch. Darum. Aber Dietrich kann ich, glaube ich, herstellen mit Metallteilen oder Metallschrott oder sowas. Nee, jetzt laufe ich ja schon wieder falsch. Da, da müssen wir lang. Okay. Und Metallschrott dürfte ich nur haben im ersten Versteck. Weil ich glaube, hier kann ich das nicht machen. Nee, da brauchst du den Do-It-Yourself-Tisch. Hier, Dietrich. Genau, da brauche ich 3 Metallteile. Aus dem Spieler- oder Versteckinventar bezogen. Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, wo ich das herbekomme, aber das sollte ich normalerweise dann beim Eisenwarenhandel oder sowas bekommen. So, genau, das da wollte ich mal mir angucken. Wir nehmen das dann auch wieder mit. Achso, du musst auf den Tisch. Einmal auf den Tisch, einmal nicht auf den Tisch. So, lass dich mal angucken von vorne. Was magst denn du oder nicht? Okay, hier können wir Essig zu Essig Säure umwandeln. Ja, wunderschön. Das, wenn ich gewusst hätte, hätte ich das Ding gar nicht gekauft. Weil Essigsäure kann ich ja kaufen. Für was brauche ich dann dieses Teil? Keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Die Gärbottiche. Hier, die Teile wollte ich noch aufbauen. Hier. So. Warum ist jetzt... Warte mal. Kann ich euch da herstellen? Solange die Tür noch aufgeht, na, ist alles gut. Und dann hier vielleicht noch. Ich finde das immer so eng wie möglich, ne? Hatte ich jetzt noch eines? Nee, ne? Ich glaube, ich hatte nur 3. Ja, dachte ich mir. Okay, dann haben wir das. Liefert ihr mal euer Geld, bis ich dann wieder da bin. Sollte das dann auch da sein? Dann fahren wir einmal in die Hütte. Eigentlich noch nicht 20 Uhr. Eigentlich sammle ich das Geld immer um 20 Uhr ein, aber ich glaube, das ist okay. So, Gärbottiche. Gärbottiche. Wo mache ich das jetzt? Halt? Labortablett. Kann ich das irgendwo anders hinstellen? Ach, ich könnte das doch da auf den Tisch stellen, oder? Mach mal auf, dann musst du die Flaschen rausnehmen. Dann lagern wir das mal ganz kurz und stellen es dann einfach hier mit her. So, ein bisschen vor an den Rand. Wunderbar. So. Die können wir dann abgeben. Dann stellen wir mal noch hier die Gärbottiche auf. 6 Stück haben wir noch. Gucken wir mal, wie wir sie hin platzieren können. 1, 2. Oh Mann, ich hasse dieses Platzieren hier. Jetzt. Okay, das müsste es gewesen sein, oder?
Nee, doch, das war's, okay. Gucken wir mal. So viel werde ich wahrscheinlich eh nicht machen können. Aber wir können jetzt halt hier bei 8 Stück unsere Substanzen angeben. Das heißt, wir werden schauen, dass wir noch zu Marcus fahren, um dieses Fee-Dingsbums da zu kaufen. Das brauchst du immer, ne? Das Zeug. So, dann tun wir einmal hier das Maximum rein. Dann tun wir einmal hier das Maximum rein. Und dann passt. Dann kann das schon mal durchlaufen. Wie viel haben wir hier auf Lager? Habe ich jetzt nicht geschaut. Okay, es wird auf jeden Fall schon mal mehr. Das ist ja schon mal die Hauptsache. So, ist hier noch was drin? Nein. Das heißt, wir können die Teile raustun. Weil die müssen ja auch rüber, ne? Da sind noch 45 Gramm drin. 76. Okay. Oh. Holla. Okay. Okay, mit Doppelklick geht's auch. Ich hab gedacht, dass das mit Doppelklick da unten reinwandert. Gut. Das habe ich jetzt vergessen. Ihr könnt gleich noch Geld liefern. Da haben wir nichts drin. Dann fahren wir einmal hier hin. Da schaue ich mal, ob hier auch noch Dünger drin ist, den ich vielleicht mitnehmen kann. Dich kann ich mitnehmen. Cannabis ist noch ganz viel. 6,9 Kilo. Das heißt, wir könnten... 6, ja. Wir können... Dünger... 6 Kilo. Packe ich und nehme mit. Dann haben wir das nochmal. Dann können wir euch noch anleiten, dass ihr... Geld bringt. So. Ansonsten war's das. So, jetzt ist das Blöde. Ich bin voll in den Taschen. Das heißt, wir fahren, müssen noch einmal zurückfahren. Mann, ist das ein Hin und Her. Wenn du halt nur eine Stelle hättest, dann wäre das halt so einfach, ne? Aber gut, es hat ja in den Kommentaren geheißen, das wird später auf jeden Fall noch möglich. Da hat man dann irgendwie größere Räume anscheinend und dann kann man alles zusammenlegen. Und dann denke ich mir aber auch, ne, das ist so nervig, diese Umzieherei. Was wolltest du jetzt halt hier bitte? Weil hier kriegst du den Dinger ja nicht los, ne? Du bist so doof. Halt, warte mal, hast du hier das Geld schon drin? Wunderbar, dann bin ich ja genau zur richtigen Zeit gekommen. Dann können wir wenigstens das Geld mitnehmen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich... Ich hoffe nicht, dass ich hier den Cops in die Arme laufe. Weil die laufen ja hier auch rum. Ich will bloß die Flaschen loswerden. Servusle. Verkaufen... Ja, ja, das mache ich. Wir könnten eigentlich gleich nochmal den Dünger mitnehmen, weil wir brauchen ja in dem... Ich sollte einfach lang F drücken, ne? Dann wäre das auch machbar. Dann wäre ich sofort im Handel drin. 12 Stück. 1, 2, 3, 4. Warte mal, wenn du... den einen vielleicht hier runterlegst. Wir können möglicherweise, okay, dann tun wir mal 3 Stück wieder raus.
Oh Mann, willst du mich jetzt veräppeln? Ach so, die 3-Kilo-Dinger, die gehen ja nur auf ein Feld, ne? Das heißt, wir haben nur noch 2 Felder frei. Das heißt, wir können nur noch 6 Stück. Adios, gut. Amigo. Adios, amigo, amiga. Senorita, meine ich. Immer ist das ein Hin und Her. So, dann einmal hierhin. Da hoffe ich immer, dass ich nicht da ankomme und aussteige und dann plötzlich die Cops hier entlang laufen. Ich weiß ja nicht, wo die laufen. Die Räuberinos, die machen mir ja nichts aus mehr. So, also alles hier einmal rein. So, ihr wandert dann dahin, ne? So. Ziehen wir mal alles raus. Wunderbar. Dann können wir die oder den Trockner erstmal. Wir haben ja nur einen bis jetzt. Können wir dann mal hierher hängen. So eng zusammen wie möglich. So, einmal Lüfter rein. Stimmt. Also die müssten, glaube ich, auch alle gleichzeitig laufen. Weil die habe ich ja gleichzeitig eingerichtet. Aber der Trockner, der schafft das Zeug nicht, ne? Der schafft ja nur 100 Gramm. Oh, das ist echt blöd. Tue ich das jetzt einfach mal da rein. Ach so. 3 gehen ja nur. So, hier dann wieder männlich. Passt. Jetzt muss ich nur erst einmal gucken, wo ich den Kasten aufbauen kann. Ob ich den vielleicht hier irgendwo hinstellen kann. Puh, natürlich nicht. Wäre jetzt halt schön gewesen, wenn ich den einfach hier am Boden hätte stellen können. Kann ich dich da platzieren? So? Ja, das geht. Das ist gut. Weil dann stelle ich dich nämlich einfach hier hin. So. Maximum und rein damit. Da braucht man ja auch Dünger. Aber wir sind jetzt halt auf jeden Fall leer. Wunderbar. So. Dann, dieses Ding würde ich gerne irgendwie raushaben aus meinem Inventar, aber das geht nicht, weil ich das wieder nur auf den Tisch stellen kann. Ich habe noch 4 Lampen, hier brauche ich keine Lampe mehr, hier brauche ich nicht wirklich eine Lampe, da brauche ich auch keine Lampe. Dann werde ich die dann dahin hängen, wenn die nächsten Körbe hier sind, dann mache ich immer eine Lampe davor, so wie ich es jetzt halt hier gemacht habe. Ja. Eine können wir vielleicht hier noch herhängen. Ungefähr in die gleiche Ausrichtung. So, dass wir die raus haben. Gut, halt die Fässer, die haben wir hingestellt. Dann passt es. Dann fahren wir jetzt einmal zu Markus. Und holen uns dieses Phenyl-Dingsbums-Zeugs. Möglichst das Geld aus dem Verkäufen direkt Arbeiter zusammen. Außerdem arbeitet Dealer effizienter, wenn sie auf Geländespots platziert sind. Ja, also man muss sie nicht platzieren auf Geländespots, weil da war nämlich nochmal die Frage dazu. Also man muss die nicht platzieren. Man kann die einfach auch so lassen. Also einfach nur auf dem Spind lassen. Ich will da hoch.
So. Wir haben vor allem jetzt halt das notwendige Geld. So. Warte mal, probier das nochmal. Achso, bei ihm muss ich halt das Gespräch, ne? Bei dem muss ich das Gespräch machen. Hier, die Dinger hier. Das Maximum. Ampf brauche ich jetzt keins mehr von dir. Ethanol, Essigsäure. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Essigsäure ich noch habe. Das ist halt so unübersichtlich. Also wenn ich irgendwo dann eine Anzahl hätte, dass ich noch so und so viel Bestand habe, das wäre halt zu schön, ne? So, halt, was bist denn jetzt gelaufen? So. Einsteigen, Space, dann müssen wir jetzt wieder zu dem Labor. Ach, verdammt, ich wollte doch... Oh Mann, ich habe jetzt den Dietrich vergessen. So ein Schmonz. Verdammt. Hey, Boss. Ja, hey, servus. So. Einmal raus damit. Mal da hinten noch reinschauen. Was war das eigentlich? Hier war das mit der Essigsäure, ne? Das könnte ich eigentlich dann auch mal machen, dass wir die Essigsäure hier verballern. Ach so, aber da haben wir nur 15 Gramm Verlust und hier haben wir 20 Gramm Verlust, ne? Ja gut, aber ich habe trotzdem 31 Kilo Essigsäure hier drin. Ist total egal. Gut, und dann ist es schon wieder hinfällig, ne? So, schauen wir hier nochmal rein. 18 Gramm, 49 Gramm. Wir können ja auch mal was raustun. Dass ich das dann so langsam alles rüber bekomme. Ihr stackt, glaube ich, nicht, ne? Doch, ihr stackt. Wurscht. So, da habe ich nichts mehr. Und dann fehlst eigentlich nur noch du. Gehen sogar 4 Stück. So, dann kommst du auch noch weg. Und ist mir jetzt egal. Die nehmen wir mit. Wir nehmen den Kasten noch mit. Und wir nehmen die Sachen noch mit. So. Dann können wir... Nee, lass das. Dann können wir jetzt nochmal hierhin. Man müsste die Unterschlüpfe irgendwie benennen können, dass wenn man mit der Maus drüber fährt, dass ich dann sagen kann, okay, ich möchte das jetzt einfach nur Gras nennen. Dass ich dann weiß, okay, hier ist mein Grasstützpunkt. Natürlich, ich weiß es ja, was hier ist, ne? Aber trotzdem. So, 4 Stück haben wir noch. Gucken wir mal, wie wir die herkriegen. Na komm. Geh
geht's vom Fenster nicht, oder was ist los? Gehen wir mal weiter, bis es grün wird. Es geht anscheinend nur hier zwischen den Fenstern. Da geht's jetzt wieder nicht. Habe ich jetzt noch einen oder nicht? Doch, das war aber dann der letzte, glaube ich. Naja, wie sie da hängen, ist ja eigentlich egal, ne? So, Maximum rein damit. Maximum rein. Dann sollten wir vielleicht hier nochmal ganz kurz einsammeln, wenn es möglich ist. Achso, okay. Jetzt gehen ja nur die drei. Okay. Dann haben wir das. Dann füllen wir die hier noch. Du hast die Filter vergessen, du Kopf. Du Grausamer. So. Ja. Dschungelansehen geändert auf 3. Das ist doch wunderbar. Dann werden wir wahrscheinlich jetzt irgendeinen Parkplatz auch bekommen, hoffentlich. Also noch einen weiteren. Halt, geh noch mal rein. Und dann tun wir nämlich einmal die Samen hier unten rein. Und einmal die Pflänzle noch. Dann stellen wir den Trockenkasten. Verdammt. Den Trockenkasten. Versteck, Versteck 3. Ich mag die. Den Holztisch lieber. Ah, wunderbar. Das, den kann ich da reinschieben in die Ecke. Das ist toll. Passt schon. Dann können wir da hinten noch vielleicht den Topf hier draufstellen. Oh, warte mal. Mach noch mal weg. Dann stell mal das Ding da hinten hin. Dann ist es weg aus meinem Sichtfeld. Einfach nur da hinten hin packen, ganz egal. So, zack, Dankeschön. Gut. Da laufen noch 5 Stück durch. 24 gehen insgesamt, wunderbar. Dann laufen die auch doppelt. Dann haben wir hier unseren Grasstützpunkt. Das ist doch gut. Alles klar. Schauen wir mal. Ich würde das nächste Mal schauen, dass wir den Dietrich noch herstellen und dann eben diese Kiste da aufmachen können. Ich bin mal gespannt, wie das ist. Ich bin mal gespannt, wie das ist mit dem Schlossknacken, ob das schwierig ist oder ob das so ähnlich ist wie jetzt im Drug Dealer 1 mit dem Schloss knacken, weil dann ist es kein Thema. Müssen wir einfach mal abwarten. Aber auf jeden Fall, wir müssen jetzt erst einmal dann da zurück und dann müssen wir dann den Dietrich herstellen und dann gehen wir nochmal zu der Kiste und öffnen die. Alles klar. Dann soll es das für heute gewesen sein. Ich hoffe wirklich sehr, dass es euch gefallen hat. Lasst mir gerne ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.